Ich habe hier einen interessanten kurzen Film für Sie. Und zwar dreht sich in diesem Film alles um eine kleine Änderung im Fenster der Objektivkorrektur. Sie sehen, dass ich hier dieses Bild von mir habe. Das ist ein Foto aufgenommen mit der genialen Fuji X100S. Und ich möchte in diesem Fall ja ein wenig diese Linien korrigieren, die hier doch ein bisschen instabil wirken. Das Ganze soll etwas begradigt werden. Jetzt das Problem, das ich habe, ist, um die Objektivkorrekturen in den neuen Grundeinstellungen einsetzen zu können, funktioniert das am besten, wenn die Profilkorrekturen aktiv sind. Das Problem ist, ich kann die einschalten, wie ich will. Es passiert nichts. Sehen Sie, es verändert sich nichts. Es verändert sich deshalb nichts, weil wenn ich es hier einschalte, passiert technisch gesehen ja nichts anderes, als dass sie hier auch eingeschaltet werden, weil dieser Knopf da schaltet nur den da ein. Sehen Sie, wenn ich den ausschalte, dann ist der weg. Die sind also verknüpft. Wenn ich ihn hier einschalte, dann ist er hier drin. Jetzt das Problem ist, die Grundeinstellungen brauchen die Profilkorrekturen, um wirklich exakt zu sein. Und in diesem Fall erkennt Lightroom nicht, um welches Objektiv bzw. um welche Kamera es sich handelt. Glücklicherweise kann ich in diesem Fall nachhelfen, was schon eher selten der Fall ist. Meistens, wenn da das Objektiv nicht erkannt wird, dann ist es effektiv auch nicht vorhanden. In diesem Fall kann ich aber einfach hingehen und sagen Fujifilm und hier habe ich's. Es wird erkannt, dass es sich um die Fuji X100 handelt mit dem entsprechenden Objektivprofil. Jetzt werden Sie sagen, ja Mensch, Michel, das stimmt nicht. Du hast ja gesagt, die X100S und da steht X100. Das ist korrekt, ich habe die X100S, die neuere. Aber beide Kameras haben dasselbe Objektiv. Absolut dasselbe identische Objektiv. Nur der Sensor ist anders. In diesem Fall kann ich also gerne auf das besagte Profil zurückgreifen. Jetzt ist es so, dass ich aber das nicht bei jedem RAW-Bild mit der Fuji X100S anwenden möchte. Ich will, dass das automatisch kommt, wenn ich denn das Profil einschalte. Und noch etwas, was mich stört, ich finde Lightroom nimmt grundsätzlich bei den Objektivkorrekturen jeglicher Art zu viel Vignettierung raus. Es ist jetzt nämlich für mich unnatürlich hell hier an den Rändern. Deshalb nehme ich das runter, ich überlege mir, ob ich es auf 0 nehmen soll, sage mir nein, ich lass das mal so vielleicht bei 10 stehen. Und die Verzerrung, die ist, glaube ich, nicht schlecht. Das wäre 0. Nehmen wir da, ja, nehmen wir die besagten 100%. So, jetzt habe ich das drin. Und jetzt möchte ich, dass das in Zukunft immer kommt. Was mache ich jetzt? Ganz einfach. Ich klicke hier oben hin, einrichten. Da steht jetzt Benutzer definiert. Und da sage ich jetzt, neue Standardeinstellungen für Objektivprofil speichern. Ich mache das. Und jetzt merkt sich Lightroom, dass in Verbindung mit dieser Kamera diese Einstellungen hier gelten. Und zwar sowohl die 10% bei der Vignettierung als auch die besagten Fujifilm-Einstellungen. Wenn ich jetzt hingehe und in den Grundeinstellungen das Ganze hier auf Auto setze, dann habe ich hier entsprechend mein korrigiertes Bild. Und wenn ich ein anderes Bild mir auswähle, sagen wir zum Beispiel dieses hier, und ich schalte die Profilkorrekturen ein, sehen Sie den Unterschied, wie hier bereits entsprechend ein wenig korrigiert wird, sprich, diese Einstellungen sind bereits drin, jetzt kann ich nur noch die Autoeinstellungen setzen und korrigiert wird. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, sei dahingestellt, das ist nicht Inhalt dieses Filmes, es geht nur darum, wie Sie Lightroom auf die Sprünge helfen können, damit in Zukunft das richtige Profil mit den von Ihnen gewünschten Einstellungen direkt gefunden wird. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Meierle.